warum Backlash eigentlich bloß eine gute Raw-Episode war und warum trotzdem das Main-Event zwischen Edge und Randy Orton mehr als überzeugt hat, das erfahrt ihr in der heutigen Review zu Backlash 2020. Was geht, WWE-Universum, und herzlich willkommen hier bei einem neuen Video hier auf Paraflow. Ja, heute steht mal die Backlash-Review an. Das lief ja vergangenen Sonntag auf Montag auf dem WWE Network, wieder aus dem WWE Performance Center. Heute im Hintergrund gibt es Battlefield 4. Ich habe dieses Spiel mal wieder ausgekramt. Ich liebe es einfach. Und kleine Anmerkung zu der Kritik, die ich jetzt schon öfters gelesen habe, dass das Gameplay zu sehr ablenkt, kann ich ehrlich gesagt nicht so nachvollziehen, weil ich selber schaue mir auf YouTube auch solche Videos gerne an, bei dem Gameplay im Hintergrund läuft und irgendein Thema besprochen wird, und dass das Gameplay da irgendwie ablenkt, das kann ich nicht nachvollziehen. Und wenn es euch doch ablenkt, dann lasst doch einfach im Hintergrund laufen und macht irgendwas anderes nebenbei. So ist es eigentlich auch erst gedacht, dass man sich vom Gameplay nur berieseln lässt und meiner Stimme sich konzentriert oder irgendwas anderes macht, zum Beispiel zockt irgendwas und hört einfach meiner Review zu. So ist es ja eigentlich gedacht. Und einfach nur Bilder einblenden, alle 4 Minuten ein neues Bild, das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig. Ich möchte ein bisschen, dass ihr irgendwas tut, einfach nur ein Bild zeigen, in dem nichts passiert. Das finde ich ein bisschen wenig. Kann ich auch gleich einen Podcast hochladen. Ich hoffe, ihr versteht das. Gut, kurze Info noch. Dann geht's auch gleich los. Für alle Paraflow. Ach Gott, das will, was hier los? Für alle Paraflow Plus Supporter, jetzt haben wir es. Nämlich die Leute auf Patreon, auf Twitch und auf YouTube-Kanalmitgliedschaft. Genau, die YouTube-Kanalmitgliedschaft ist das nächste 20-Fakten-Video schon online. Es geht dieses Mal um Sheamus. Also einfach mal den Link in der Beschreibung abchecken. Blinkt jetzt gerade auch als Infokarte auf. Kanalmitglied werden und jetzt schon das 20-Fakten-Video zu Sheamus sehen. Ihr bekommt auch zusätzlichen Exklusiv-Content und seht alle Videos früher. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Kommen wir aber mal zu Backlash. Backlash, ja. Wird sonst oder wird es öfter auch Dreckslash genannt? Ob das heute auch so der Fall ist, das werden wir sehen. Wir fangen mal an mit dem ersten Match in der Pre-Show, dem WWE United States Championship Match zwischen Apollo Crews und Andrade. Apollo Crews kann hier nach knapp 7 Minuten und 20 Sekunden das Match für sich entscheiden. Auch ein bisschen durch die Hilfe von Kevin Owens. Das Match war jetzt nichts Besonderes. Hätte auch so bei Raw laufen können. Diese Phrase werdet ihr heute noch ein bisschen öfters hören. Weil ziemlich viele Matches auch von Backlash hätten so auch bei Raw laufen können. Und es wäre gar nicht aufgefallen von der Qualität her. Das heißt nicht, dass sie schlecht waren, aber wir kommen dazu später mal. Also wie gesagt, das Match war jetzt nichts Besonderes. Kickoff-Match kann man sich anschauen, ist es aber auch keine Empfehlung. Könnt ihr gerne skippen, wenn ihr doch Backlash nachschauen wollt. Deswegen machen wir einfach direkt weiter mit der Main Show. Die Main Show begann nämlich mit dem WWE Women's Tag Team Championship Match, ein Triple Threat Tag Team Match. Sasha Banks und Bayley gegen Alexa Bliss, Nikki Cross und die Iconics. Ich muss sagen, ich habe es ja, glaube ich, bei der NXT Takeover in Your House Review gesagt. Ich mag so Maschinengewehr-Matches. Das heißt, eine Aktion nach der anderen, immer zack, 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 zack. Das war ja beim Opener von NXT Takeover in Your House auch der Fall, dass es hier wirklich so zack, zack, zack ging. Und hier war das genaue Gegenteil. Ich hatte immer das Gefühl, als würde ich mit einem Auto durch eine 30er-Zone fahren und ab und zu mal aufs Gaspedal kommen, aber im Grunde genommen fahre ich doch nur 30. Das hat sich alles sehr langsam angefühlt. Irgendwie hat da so der richtige, ja, der Pfeffer gefehlt. Das Gewürz hier, das Ganze wegen abgerundet hat, das war alles sehr chaotisch. Es hat mir, ja, will ich jetzt sagen, das Match hat mir nicht gefallen, das wäre auch falsch. Es hat mir ja schon irgendwie gefallen, aber es hat so eine gewisse Würze gefehlt. Sasha Banks und Bayley können hier übrigens die, das Match gewinnen. Warum es überhaupt einen Women's Tag Team Title gibt, ist mir sowieso ein Rätsel, weil so viele Women Tag Teams gibt es gar nicht in der WWE. Ich glaube, das ist schon alles, was wir zurzeit haben. Und ja, allgemein die Tag Team Division bei der WWE ist momentan auf einem neuen Tiefpunkt. Dazu später aber mehr, weil die Raw Tag Team Championship standen ja
laut Card auch auf dem Spiel. Aber wie gesagt, dazu später mehr. Das Match, wie gesagt, ja, wie in der 30er-Zone fahren und ab und zu mal aufs Gaspedal drücken. Es war einfach, da hat die Würze gefehlt, aber es war in Ordnung. War nicht scheiße, es war in Ordnung. Ja, 3 bis 4 würde ich sagen von Schulnoten. Kommen wir zum nächsten Match. Dann ging es nämlich weiter mit einem Match zwischen Sheamus und Jeff Hardy. Der konnte hier innerhalb von 16 Minuten und 46 Sekunden Jeff Hardy besiegen. Und ich muss sagen, das Match hat mich überrascht. Ich habe mich drauf gefreut, habe aber, ja, ich kenne die WWE, ich habe nicht so viel erwartet von dem Match, wurde aber nicht enttäuscht. Im Gegenteil, ich wurde überrascht. Das Match wurde sehr verbissen geführt. Wir hatten hier wenige Down-Phasen. Sowohl Jeff Hardy als auch Sheamus konnten hier richtig geile Aktionen zeigen. Es hat mir richtig gut gefallen. Und Jeff Hardy zeigt, dass er doch trotz seines etwas, ja, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, aber er ist bestimmt schon ein bisschen älter, ja, immer noch geile Aktionen zeigen, immer noch geile Matches zeigen kann. Das Match hat mich echt überrascht. Auf jeden Fall eine Empfehlung des Abends. Ja, wie gesagt, Sheamus gewinnt hier nach 16 Minuten und 46 Sekunden nach dem Bro Kick gegen Jeff Hardy. Ja, eine Empfehlung des Abends. Danach ging es schon weiter mit dem nächsten Damenmatch, dem WWE Raw Women's Championship Match zwischen Asuka und Nia Jax. Ja, wie soll ich denn das jetzt sagen? Zuerst, ich bin schon mal froh, dass niemand verletzt wurde. Das ist ja nicht mehr selbstverständlich bei einem Match von Nia Jax. Und im Großen und Ganzen, ja, das Match war nicht gut. Sagen wir es mal so, das Match fand ich nicht gut. Allein, wenn man schon hört, wie das Match hier geendet hat. Asuka gegen Nia Jax endete in einem Double Countout. Das heißt schon, das ist schon ein Qualitätssiegel. Double Countout, wenn so ein Match endet im Double Countout. Wisst ihr auf jeden Fall, das Match war nicht so toll. Oder meistens nicht so toll. Ich fand's scheiße. 8 Minuten 26. Ich weiß nicht, wie man es sonst hätte lösen können, aber das Match war echt nicht gut. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr denkt über dieses Match. Ich fand so das Lowlight des Abends. Ja, und danach ging es schon weiter mit dem WWE Universal Championship Match. Braun Strowman kann hier The Miz und John Morrison besiegen nach einem Running Power Slam. Matchzeit war hier 7 Minuten und 20 Sekunden. Miz und Morrison haben vor ihrem Match nochmal ihr neues Musikvideo vorgestellt. Ich muss sagen, der Song geht auf jeden Fall ins Ohr. Ja. Aber Miz und Morrison verlieren hier eigentlich nur, weil The Miz beim Cover von John Morrison diesen von Braun Strowman heruntergezogen hat. Das war so der Wendepunkt im Match. Das wird wahrscheinlich auch ein Fehler gewesen sein, warum sie dieses Match verloren haben. Ich weiß nicht. Ja, das mit Miz und Morrison, die Fehler zwischen Miz Morrison und Braun Strowman, das war ja etwas Comedy-lastig. Ich finde das nicht so toll, einfach aus dem einfachen Grund, das schadet dem Prestige des Universal Championships immer mehr. Der hat ja sowieso nicht so viel Prestige momentan, weil Goldberg, ja gut, der Fiend war geil, Goldberg, jetzt das hier, ich finde, das schadet irgendwie dem Universal Championship, solche Matches. Aber gut, das ist wahrscheinlich meine eigene Meinung. Das Match an sich war gut. Also, es hat mir gefallen. Wir hatten hier auch wieder, es war, wie gesagt, kein Maschinengewehr-Match, aber wir hatten dauernd so Aktionen, sowohl John Morrison als auch The Miz, als auch ein Braun Strowman zeigten hier richtig tolle Aktionen. Es hat mir gefallen, es hat mich unterhalten. Wenn ihr euch Backlash noch nachhinein anschaut, schaut euch dieses Match auf jeden Fall an. Ist keine Zeitverschwendung, hat mir sehr gut gefallen. Gott, kommen wir zum 5. Match. Das wäre das WWE Championship Match zwischen Drew McIntyre und Bobby Lashley. Im Match sah es eigentlich aus, als würde Bobby Lashley hier Drew McIntyre früher oder später den Titel abnehmen. Aber ja, da kam eine gewisse Lana zum Ring und diskutiert ein wenig mit dem Ringrichter. Das hat Lashley, ja, etwas abgelenkt. Er dreht sich um, kassiert von McIntyre den Claymore-Kick und das Match ist zu Ende.
Im Vorfeld hat MVP zu Lana gesagt, soll bitte da bitte im Backstage-Bereich bleiben. Sie hat sich nicht daran gehalten. Das wird auf jeden Fall auch noch lustig, ob es dann noch ein Championship-Match zwischen beiden geht. Ich glaube, die Fehde geht auf jeden Fall weiter. Zumindest bahnt sich hier ein Split von Lana und Bobby Lashley an. 13 Minuten 15, das Match, es war auch in Ordnung. Das war auch in Ordnung. Bobby Lashley ist ein durchaus talentierter Wrestler. Er kann, wenn er was zeigen darf, dann zeigt er es auch. Er ist ein richtiges Powerhouse. Das hat man im Match auch gemerkt. Sein Spear gehört zu den besten, die ich in der WWE überhaupt mal gesehen habe. Also wie der einschlägt, Wahnsinn. Ja? Also das Match, wie gesagt, auch sehr schön. Auch eine Empfehlung, würde ich sagen. Ich sage immer Empfehlung, aber das Match war echt gut. Das hat mir echt gefallen. Kommen wir aber mal direkt zum nächsten Match. Ich möchte nicht so lange bei jedem Match immer rumbleiben, weil die Review soll ja nicht zu lang werden. Ja? Kommen wir zum sechsten Match. Das ist schon hier. Ja. Ach Quatsch, nee, warte mal, da fehlt noch was. Wo ist denn das mit den Street Profits? Ach ja, das kam danach. Street Profits, Viking Raiders, stand ja auf der Karte, dass hier die Raw Tag Team Championship verteidigt wird. Ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, dass die Tag Team Division bei der WWE einen neuen Tiefpunkt erreicht hat. Das zeigt sich jetzt hier auch. Man muss im Vorfeld sagen, Street Profits, Viking Raiders in den Vorwochen zum Aufbau dieses Matches, das war alles nicht wirklich ernst zu nehmen. Das war eigentlich mehr eine Comedy-Storyline. Schade ist jetzt bloß, dass halt wie gesagt, da die Raw Tag Team Championship auf dem Spiel stand und das dem Titel noch mehr Prestige kostet. Wär das nicht um den Titel gegangen, dann hätte ich gar nicht so ein Problem mit diesem Match gehabt. Aber es war halt, es geht halt um den Titel und das tut dem Titel einfach nicht gut. Das versteht die WWE, glaube ich, auch nicht. Oder die hat den Titel völlig aufgegeben. Wer ist denn eigentlich SmackDown Tag Team Champion? Wenn ihr mir spontan sagen könnt, wer SmackDown Tag Team Champion ist, dann Respekt. Weil ich kann es gerade nicht. Ich müsste das jetzt echt googeln. Und das heißt schon was, wenn man nicht weiß, wer der aktuelle Champion ist. Ja, also wie hier die Street Profits, die aktuellen Raw Tag Team Champions und Viking Raiders, es kam zu gar keinem Match, die haben sie irgendwie Backstage geschlagen. Irgendwann kam Akira Tozawa mit irgendwelchen Ninja-Typen, haben die angegriffen, am Ende lagen sie im Müllcontainer. Es war lustig, es war sehr lustig, es hat mich auch sehr unterhalten, aber das sollte eigentlich ein Raw Tag Team Titelmatch werden, um den Raw Tag Team Championship. Und wir bekommen sowas. Wie gesagt, würde der Titel nicht am Spiel stehen, alles gut, fände ich super. Passt zur Storyline davor. Aber alles sehr Comedy-lastig. Aber musste das echt sein? Musste das echt sein? Ich wüsste auch nicht, wie man das anders löst. Ich glaube, ein normales Match wäre dann etwas fehl am Platz. Weil halt wegen dem Aufbau vorher wäre etwas fehl am Platz. Aber vielleicht hätte man das lösen können mit einem Backstage-Brawl. Dann wäre es schon wieder geiler gewesen. Hätte schon wieder mehr gepasst. Wäre vielleicht für den Titel auch nicht so unbedingt das Beste gewesen. Aber ja, schreibt mal auch mal eure Meinung zu diesem Segment. Es war ja gar kein Match. Zu diesem Segment in die Kommentare. Ich bin da sehr zwiegespalten. Jetzt kommen wir aber mal zum Main Event. Ja, einem Singles Match. Dem greatest match of all time. The greatest match ever. Randy Orton gegen Edge. Das Match dauerte ganze 44 Minuten und 49 Sekunden. Holy Macaroni. War das ein geiles Match. Wir hatten hier zahlreiche Kickouts. Zahlreiche Near Falls. Ist ja im Endeffekt das Gleiche. Wir hatten nicht nur die Finisher von Edge, also den Impaler DDT. Execution heißt der ja, glaube ich. Und den Spear natürlich. Und von Randy Orton den Punt Kick und den RKO. Sondern auch viele Finisher und Signature Moves von anderen Wrestlern, die durch andere Wrestler bekannt geworden sind. Da hätten wir einmal die Tres Amigos. Die hat Randy Orton an Edge angesetzt. Edge konnte, zeigt sie dann selber. Was hatten wir noch? Pedigree. Randy Orton zeigt gegen Edge einen Pedigree, den Unprettier. Ja? Edge zeigt hier gegen Randy Orton einen Unprettier. Was hatten wir noch? Wir hatten noch ein paar. Mir fallen bloß gerade keine mehr ein. Das Match war so lange, aber so geil. Hier, das zeigt es mir. Die WWE kann es doch eigentlich, wenn sie Bock hat. Die WWE kann es doch noch. Warum machen die es nicht öfters? Wie soll ich das jetzt sagen? Von der Geilheit dieses Matches. Ist, glaube ich, das falsche Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Wer von der Geilheit dieses Matches vielleicht nur ein Viertel
oder ein Drittel auf die anderen Matches abgefärbt, dann wäre das der geilste Pay-Per-View aller Zeiten gewesen. Oder seit langem. Aber man hat jetzt hier alles ins Main-Event gestopft. Ist in Ordnung. Das Match war richtig geil. Es wurde, ich würde sogar sagen, es wurde dem Slogan mehr oder weniger gerecht. Ich habe es fast nicht geglaubt, aber es wurde dem Slogan gerecht. Mir hat es richtig gut gefallen. Ich habe richtig mitgefiebert. Es war sehr verbissen. Bloß, ja, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Im Vorfeld wurde, das Match wurde ja getaped. Und im Vorfeld wurde bekannt, dass Edge sich in diesem Match verletzt hat. Muskelriss, an der Brust, glaube ich, war der. Der fällt erstmal für ein bisschen, für eine kleine Weile aus. Ich glaube, ein halbes Jahr. Sogar ein Jahr, ich weiß es gerade nicht. Ist ein bisschen schade, weil ich glaube, die Storyline wäre noch ein bisschen weitergegangen. Ich wüsste mal nicht mal, wie man die noch weiter booken sollte. Aber das, ja, kommen wir zurück zum Match. Das Match war einfach geil. Es hat mich gefesselt. Es wurde dem Slogan gerecht. Alles gut. Und so wie ich auf Twitter gelesen habe, bin ich nicht der Einzige, der dieses Match ziemlich geil fand. Kommen wir mal zur Wertung des gesamten Pay-Per-Views. Wir hatten hier viele Matches, die auch so bei Raw hätten laufen können. Ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen. Es wäre gar nicht aufgefallen. Es wäre eine ziemlich gute Raw-Episode geworden. Aber bei dem Pay-Per-View, ja, da braucht es schon ein bisschen mehr als nur diesen Raw-Status. Es braucht ein bisschen mehr. Es fehlt bei vielen Matches einfach so das gewisse Etwas, um ein Pay-Per-View-Match zu werden. Ich kann euch nicht sagen, was. Aber es fehlt einfach irgendwas. Es ist alles so auf Niveau eines guten Raws. Zwei Matches stechen aber hier raus und sind durchaus Pay-Per-View würdig. Das wäre nämlich einmal das Match zwischen Sheamus und Jeff Hardy. Das war sehr geil. Und natürlich das Main Event zwischen Edge und Randy Orton. Das sind zwei Matches, die durchaus Pay-Per-View fähig sind. Nicht fähig. Ach, mir fällt das Wort schon wieder nicht ein. Ihr wisst, wie es hier immer ist. Aber die beiden Matches, das sind Pay-Per-View Matches gewesen. Hat mir richtig gut gefallen. Ich würde dem Pay-Per-View groß und ganzen trotzdem 7. Machen wir es in Schulnoten. 1 von sehr gut bis 6 ungenügend. Ausreichend wäre, glaube ich, zu schlecht bewertet. Befriedigend? Ich würde ihm eine 3 geben. Ja, befriedigend wird passen. Befriedigend wird passen. 3 bis 4, machen wir es so. 3 bis 4. Ich gebe Backlash 2020 die Schulnote 3 bis 4. Wer. Ja, gut. Nee, ich sag 3. End jetzt. Ich sag 3. Ich gebe dem Pay-Per-View die Note 3. Weil Sheamus gegen Jeff Hardy war geil und das Main Event war der absolute Burner. Schreibt mal eure Wertung in die Kommentare. Wird mich brennend interessieren, wie ihr dieses Match denn fandet. Besonders diese beiden, die mir hier besonders rausgestochen sind. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, wann ihr dieses Video schaut. Und ciao.